Guten Abend zum ersten Vortrag über Kirchenmusik heute, hier in dieser historischen Kirche St. Mangen. Die Kirche in Kreuzform stammt aus dem Jahr 898. Da nebenan ließ sich von 916 bis zum Einfall der Ungarn die Viborada einschließen. Hier betete sie, gab Rat, hatte Visionen und starb den Märtyrertod. Sie wurde bald danach als erste Frau heilig gesprochen. So viel zur alten Wallfahrtskirche, die seit 1528 eine reformierte Kirche ist. Der Zyklus über Kirchenmusik heute beginnt mit einem Beitrag über den Gregorianischen Choral, der im Kloster St. Gallen über 1000 Jahre von Mönchen gesungen wurde und bis heute die Liturgie prägt. Ich freue mich, Dr. Franz Karl Brassel, Professor für Gregorianik an der Kunstuniversität Graz in Österreich, begrüßen zu können. Er hat für die Diözesane Kirchenmusikschule in St. Gallen schon mehrere Werkwochen zur Gregorianik geleitet. Franz Karl Brassel wird mit gesungenen Beispielen, mit Musikbeispielen für den bleibenden Wert des gregorianischen Chorals plädieren, zeigt dieser doch beispielhaft, wie sich Heiliges in der Liturgie manifestiert. Herr Brassel, wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Danke, lieber Herr Schwendener, für die freundliche Einbegleitung. Sehr geehrte Damen und Herren, die Sie so zahlreich erschienen sind. Ich gehe mal davon aus, dass das, womit ich Sie heute Abend konfrontieren werde, für Sie zunächst einmal ziemlich fremd ist, auch wenn der Herr Domkapellmeister regelmäßig gregorianischen Choral in der Kathedrale von St. Gallen singt und somit eine Tradition fortsetzt, die mehr als 1000 Jahre alt ist, ist es doch ein Minderheitenprogramm heute in der katholischen Liturgie. Ich halte das nebenbei bemerkt für gar nicht so schlecht. Es steigert zumindest die Qualität. Ich habe es mir nicht verkneifen können, den Abend mit einer CD einzubegleiten, die von Frauen aufgenommen ist. Wir haben es ja schon gehört, gregorianischer Choral ist Mönchsgesang, und wenn man so die diversen Clips auf YouTube anschaut, da huschen immer finstere Gestalten mit langen Bärten in irgendwelchen Kutten, mit Kapuzen auf dem Kopf über mittelalterliche Klostergänge und singen eben. Das ist ein Geschichtsbild, das medial gerne transportiert wird. Die historische Wirklichkeit und auch die heutige Wirklichkeit ist eigentlich eine ganz eine andere. Das Klangbild des Chorals ist immer sehr vielseitig gewesen. Es hat nicht nur Mönche gegeben, es hat auch Nonnen gegeben und gibt es auch heute noch, die täglich mehrere Stunden lang diese Gesänge in der Liturgie singen. Ja, und in einem Kloster wie St. Gallen, das bezeugt die Biografie eines der bedeutendsten Dichter dieses Ortes, nämlich Notka der Stammler, oder wie Wolfram von den Steinen ihn genannt hat, Notka der Dichter, das gefällt mir viel besser. Der kam, wie es damals üblich war, als 6-7-Jähriger, als Novize ins Kloster, und man kann davon ausgehen, dass er eigentlich bis zum 15., 16. Lebensjahr eine glockenhelle Knabenstimme hatte, und selbstverständlich vom ersten Tag an haben die Kinder, man kann nicht anders sagen, die Kinder, die Novizen, der Nachwuchs an der Liturgie teilgenommen. Wir haben viele Zeugnisse davon, dass die nicht nur stumme Zuschauer da gesessen sind, sondern ganz aktiv einbezogen worden sind. Ja, was ist nun dieser gregorianische Choral?
Mein Lehrer Philipp Harnoncourt in Graz, der pflegte Vorträge über Kirchenmusik immer mit dem Wort einzuleiten: Wenn man über Kirchenmusik redet, soll man zunächst einmal singen und dann theoretisieren, und so wollen wir es auch heute halten. Und ich möchte mit Ihnen ein kleines Experiment machen, dass Sie ein wenig in die Lebenspraxis dieses Gallusklosters hier gleich nebenan einführen soll. Psallite Deo Nostro, Psallite, Psallite Regi Nostro, Psallite Sapienta. Das ist ein Vers aus dem 47. Psalm. Singt unserem Gott, singt ihm, singt unserem König, singt ihm mit Weisheit. Das soll sozusagen die Kernmelodie und auch die Kennmelodie dieses heutigen Abends sein. Ich singe Ihnen ein Stück vor und ich bitte Sie, mir einfach nachzusingen. Das ist alles. Psallite Deo Nostro, Psallite, Psallite Deo Nostro, Psallite. Gleich noch einmal. Psallite Deo Nostro, Psallite. Wenn so lieb sein und mir den ersten Ton zweimal singen, damit es etwas kräftiger betont ist. Psallite Deo Nostro, Psallite. Psallite Deo Nostro, Psallite. Psallite Regi Nostro. Ich singe es Ihnen noch einmal vor. Psallite Regi Nostro. Psallite Regi Nostro. Psallite Regi Nostro. Psallite. Psallite Regi Nostro. Psallite Regi Nostro. Psallite Regi Nostro. Psallite Sapienta. Psallite, Psallite Sapienta. Psallite Sapienta. Psallite Sapienta. Psallite Deo Nostro, Psallite. Psallite Regi Nostro, Psallite Sapienta. Ich hoffe, Sie haben keine Lateinphobie. Das wäre natürlich schlimm für den heutigen Abend, ne? Ich habe das schon öfters gehört. Mein Gott, das ist ja interessant, aber wenn es nicht dieses Latein wäre, ne? Also, wir werden um das nicht umhinkommen. Psallite Deo Nostro, Psallite. Psallite Regi Nostro, Psallite Sapienta. Psallite Deo Nostro, Psallite. Psallite Regi Nostro, Psallite Sapienta. Und gleich noch einmal. Psallite Deo Nostro, Psallite. Psallite Regi Nostro, Psallite Sapienta. Ich muss Ihnen ein großes Kompliment machen. Die Aufnahmsprüfung ins Kloster haben Sie schon geschafft. Was wir hier jetzt getan haben, das war eigentlich der ganz normale Lernprozess, den es über Jahrhunderte gegeben hat, und das war auch die ganz normale Art und Weise, wie man gesungen hat. Wenn Sie in die Kirche gehen, haben Sie ein Gesangbuch in der Hand. Vor 1200 Jahren hat es auch Gesangbücher gegeben, aber die sind aufgeschlagen in der Sakristei gelegen zum Nachschauen, wenn man halt einmal irgendwas vergessen hat. Gesungen wurde prinzipiell auswendig. Und
Das war sozusagen nicht irgendwie zufällig, sondern das Auswendigsingen war zum einen eine praktische Notwendigkeit, weil nicht jeder lesen und schreiben konnte. Es war aber auch eine geistliche Notwendigkeit, weil das eine Form der Meditation war, so wie man im christlichen Sinne Meditation immer verstanden hat, nämlich sein ganzes Leben mit dem Wort der Heiligen Schrift zu verbringen. Wenn wir eines weitergehen, so wie Sie das hier sehen, sieht das im Codex Hardka aus. Diese Buchstaben, CH steht für die Schweiz, das wissen wir, SG steht für St. Gallen, S heißt Stiftsbibliothek und dann ist es die Handschrift Nummer 390 auf der 72. Seite. Das war die älteste Notation dieser Musik. Diese Handschrift ist so rund um das Jahr 1000 geschrieben worden. Und der Sinn dieser Notation ist nicht, dass man sich erinnert, wie das Stück geht, oder dass man gewissermaßen von Noten her diese Stücke lernen kann, sondern der Sinn dieser Notation ist nicht, wie schaut das Stück aus, sondern die Information ist, wie singe ich das Stück richtig, wie interpretiere ich einen Gesang richtig. Und da gibt es eben verschiedene Zeichen. Wenn Sie da her schauen, da sehen Sie so einen Strich, der ist einfach ein Strich, dann sehen Sie hier so eine Verdickung drauf, da sehen Sie den Buchstaben X, da sehen Sie wieder so ein Stricherl. Das heißt also, kleine und feine Differenzierungen, die rhythmische Nuancen anzeigen. Wo X steht, das steht für das Wort Expectate, das heißt, warte zu, sing nicht drüber, mach eine Zäsur. Und wenn über dem Schrägstrich dann noch eine Verdickung oben drauf ist, heißt das, betone diese Silbe ist wichtiger als das, was links und rechts davon ist. Also mit diesen Zeichen hat man eigentlich eine Interpretationsanleitung gegeben und so etwas wie den Notentext zu geben, war ja nicht notwendig, denn man hat ohne dies alles auswendig gelernt und auswendig gesungen. Ja, das führt uns zur Frage, was ist denn eigentlich die Gregorianik? Wir haben gesungen, Psallite Sapienta, singt mit Weisheit. Es geht immer um Text und es geht immer darum, was drückt dieser Text aus, was will uns dieser Text sagen. Eine textlose Musik in dem Sinn oder eine, sagen wir so, eine textunabhängige Musik gibt es eigentlich über viele Jahrhunderte in der Kirchenmusik nichts. Da ändern auch die sogenannten Melismen, die langen Tonfolgen, die es da gibt, nichts dran. Es geht um den Sound der Bibel in der Liturgie. In einer reformierten Kirche ist einem das viel klarer als in anderen christlichen Gemeinschaften, dass eigentlich im Mittelpunkt des Feierns die Bibel steht. Das war im Mittelalter nicht anders und alles, was heute klassische, katholische oder anglikanische, teilweise auch lutherische Liturgie ausmacht, das ist nichts anders als Beten und Singen mit Worten der Heiligen Schrift. Wenn ein Bischof seine Gemeinde begrüßt, der Friede sei mit euch, dann ist das der Gruß des Auferstandenen an seine Apostel. Wenn wir singen, Herr, erbarme dich unser, dann ist das der Ruf der Aussätzigen, die den Herrn um Heilung bitten und so weiter und so fort. Das könnte man also bis in die kleinsten Details fortsetzen. Im Römerbrief heißt es, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber der Geist ist es, der unserer Schwachheit aufhilft, der unserer Schwachheit nachhilft und uns die richtige Weise des Betens eingibt. Und der Geist tut es mit den Worten der Schrift und durch die Worte der Schrift.
Das ist sozusagen der Hintergrund. Und wenn wir gesungen haben Psalli di Sapienta, dann ist das eine kleine Antiphon, die gewissermaßen die Gemeinschaft immer wieder auffordert: Vergiss nicht, du produzierst nicht nur Sound, du machst nicht nur die Behübschung des Tages mit schöner Musik, sondern es geht letztlich darum, das, was du singst oder wie du singst, mit Geist zu durchdringen, geisterfüllt zu wirken. Das ist sozusagen der theologische Hintergrund. Wie schaut das rein technisch aus? Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Zunächst sollten wir im Falle des gregorianischen Chorals nicht von Melodien reden, sondern einfach von Textdarstellung. Zunächst einmal der Zugang ist die Rhetorik. Der Zugang zur Gregorianik ist letztlich das Sprechen, das Proklamieren eines biblischen Textes. Und wenn ich jetzt für den Rest der Stunde die ganze Zeit so weiterseiern würde, dann sind Sie in 5 Minuten eingeschlafen und alles ist vorbei. Das heißt, ich muss mich bemühen, immer etwas leiser, dann wieder etwas lauter zu reden und das, was ich sagen will, auch richtig zu betonen. Denn die Betonung macht Sinn. Nicht nur, dass einem die Zuhörer nicht einschlafen, sondern wenn ich von mir aus einen Text habe, lobet Gott in seinem Heiligtum, dann habe ich 5 Betonungsmöglichkeiten. Ich kann sagen, lobet Gott in seinem Heiligtum. Man kann fragen, ob das sinnvoll ist, wenn wir in der Kirche sitzen, ja, wen sollen wir loben als Gott? Also das ist nicht so gewissermaßen durchdacht und irgendwie geistig durchdrungen. Wenn wir sagen, lobet Gott in seinem Heiligtum, da wird die Jägerschaft daherkommen und sagen, ich lobe Gott im Wald beim Sonntagmorgen Spaziergang mit der Flinte. Also sozusagen so kann man den Sinn eines Satzes verschieben, je nachdem, wie man ihn betont. Das gilt auch für das Wort. Ich habe hier ein italienisches Beispiel aufgeschrieben. Der Papa, das ist der Papst, aber der Papa ist der Vater. Und der Unterschied ist eigentlich nur eine Silbe. Man könnte auch sagen, in einem Kloster, es macht einen Unterschied, ob ich sage, der Abt Paulus ist ein rechtmäßiger Oberer oder ob ich sage, der Abt Paulus ist ein rechtmäßiger Oberer. Sie sehen also, es kommt nicht nur auf die Silbenzahl darauf an, sondern es kommt darauf an, wie man das richtig betont. Das ergibt den Klang. Der Klang hat sozusagen 2 Grundfunktionen, nämlich die des Signals und die Funktion der Information. Klang als Signal oder Klang als Zeichen der Wiedererinnerung, das ist ganz einfach. Wenn Sie hören, da, da, dam, bam, dann wissen Sie, es ist nicht Ostern, sondern eher Weihnachten. Und wenn Sie, wenn ein Österreicher hört, dam, da, dam, di, dim, da, da, da wird er damit nichts verbinden, aber Sie wissen, dass das für Sie etwas Wichtiges ist zur nationalen Identität. Aber auch Klang als Information. Wenn ich ein Oratorium singe, dann muss ich mich bemühen, den Text möglichst gut und verständlich auszusprechen, weil das ist ja Sinn der Sache, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, was gesungen wird. Und wenn einer nuschelt, ne, dann, oder bei Chören, da heißt es dann oft, mein Gott, haben die schön gesungen, nur Text habe ich keinen verstanden. Das ist ja im Grunde genommen nicht Sinn der Sache, egal ob man die Carmina Burana singt oder das Weihnachtsoratorium. In jedem Falle geht es darum, dass man sozusagen bei Vokalmusik auch den Text mitbekommt.
Also zu den wesentlichen Grundlagen der Gregorianik gehört es dazu, gewissermaßen nicht einen Sound, einen schönen, zu produzieren. Das soll man auch tun, nicht? Weil schier gesungen ist auch daneben. Aber gewissermaßen, das Singen steht im Dienste der Botschaft, das Wort steht im Dienste seiner Deutung. So haben wir eben die Musik in der Liturgie, und das gilt für alle christlichen Liturgien. Zunächst einmal haben wir es mit dem Erklingen des Bibeltextes zu tun. Wenn auf einem Plakat steht, die Blaskapelle von Sankt Hilarion verschönert mit ihrem Gebläse die heilige Messe oder umrahmt den feierlichen Gottesdienst, dann ist das eigentlich für liturgische Musik keine adäquate Ausdrucksweise. Denn Musik ist Bestandteil der Liturgie selber und gewissermaßen nicht der bloße Aufputz. So haben wir es beim Erklingen des Textes mit seinen musikalischen Formeln, und das ist eigentlich der Ursprung aller liturgischer Musik. Nicht die Komposition, sondern die Textdarstellung mit musikalischen Formeln. Das Prinzip des akustischen Satzzeichens, das heißt also, wenn, wie das in der katholischen Liturgie durchaus üblich sein könnte, ein Lektor eine Lesung kantiliert, also singt, oder der Pfarrer oder der Diakon das Evangelium kantiliert oder singt, wie man leichter verständlich sagt, dann wird er überall dort seine Stimme verändern, modulieren, wo ein Beistrich ist, wo ein Doppelpunkt ist, wo ein Fragezeichen ist oder wo ein Satzschluss ein Punkt ist. Ich könnte also jetzt bis zum Ende dieses Vortrags auf diese Weise weitermachen, denn mir ist das Regelwerk durchaus bekannt und Sie würden mich auch so verstehen. Oder wenn ich es anders betone, Sie würden mich auch so verstehen. Das ist jetzt Ansichtssache, wie ich es mache. Und auf diese Weise hat liturgische Musik zunächst einmal 800 Jahre ausschließlich so funktioniert im Westen. Und dann hat eigentlich im Westen die Geburtsstunde der Komposition begonnen. Komposition nämlich zunächst einmal in dem Sinne, dass man diese mehr oder minder improvisatorische Praxis fixiert hat, nämlich dadurch, dass zwei oder drei das Gleiche gesungen haben. Wenn einer mit sich allein ist, dann kann er mit sich selber selten daneben sein. Aber wenn drei das Gleiche singen, sollten sie sich einigen auf im Normalfall die gleiche Melodie, die gleichen Beugungen, die gleiche Lautstärke und so weiter und so fort. Als dieser Prozess in Rom gegen Ende des 7. Jahrhunderts begonnen hat, hat keiner vermutlich geahnt, dass das eigentlich eine kulturhistorische Revolution war, Musik zu fixieren. Weil wenn man sozusagen Vorhandenes fixiert, steht nichts mehr dagegen, dass man Neues, Fixiertes auch dazu tut. Und das nennt man dann Komponieren oder Komposition. Das ist ein Sonderweg, den zunächst einmal die europäische Musik gegangen ist, vor allem gewissermaßen die westeuropäische Kirchenmusik. Die ganzen byzantinischen Kirchen haben das Prinzip der Komposition im Laufe der Jahrhunderte übernommen. Manche mehr, so wie die Russen, manche weniger, so wie die Griechen. Und so haben wir heute sozusagen nicht nur in der christlichen Liturgie, auch in der Liturgie der Synagoge, in der jüdischen Liturgie, ein Nebeneinander gewissermaßen von Rezitation als Textdarstellung, als musikalische Textdarstellung und komponierter Musik. Für die Synagoge gibt es ja viele Kompositionen, sogar Franz Schubert hat was dafür geschrieben, für seinen Freund Salomon Sulzer. Und so haben wir eben
Das Prinzip, das ich Texte umso klarer verständlich mache, indem ich die Struktur eines Textes mit musikalischen Formeln unterstreiche. Das akustische Satzzeichen. Über die Sinakzente haben wir schon ein wenig gesprochen beim recht mäßigen Pater. Und gewissermaßen das Prinzip der Wiedererkennung und der Heimat, das Musik ist, das ist eigentlich sehr leicht verständlich. Wir alle haben unsere Lieblingsmelodien, wir verbinden bestimmte Musikstücke mit bestimmten Orten und heute ist das bei Hochzeiten und Begräbnissen gar nicht so selten, dass gewissermaßen als Identität des Brautpaares oder als Identitätszeichen des Verstorbenen der Lieblingssong gespielt wird. Dass das nicht immer gerade im Sinn des Gottesdienstes ist, das sollte man auch erwähnen. Aber ich habe mit diesen Niederungen der Praxis glücklicherweise weniger zu tun. Woher kommt das Ganze? Wir sprechen vom gregorianischen Choral. Eigentlich sollte man vom fränkisch-römischen Kirchengesang reden. Unter König Pippin und unter König bzw. später Kaiser Karl dem Großen wurde gewissermaßen dieses Repertoire geschaffen, das wir heute gregorianischen Choral nennen. Das Kernrepertoire ist in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts entstanden und Karl der Große hat mit seinem Reichsdekret Admonitio Generalis im Jahre 789 das vorgeschrieben. Das sind eben die Eckdaten. Ab dem Jahre 753 hat die Umformung des altrömischen Kirchengesanges in den gregorianischen begonnen. In Metz hat Bischof Chrodegang nach 753 diese sogenannte Cantilena Romana einführen lassen. Ja, und Karl der Große hat dann diese Musik vorgeschrieben. Zunächst hat niemand kapiert eigentlich, dass die in Rom letztlich ganz etwas anderes gesungen haben, als dann aus den fränkischen oder alemannischen Kehlen herausgekommen ist. Erst später, so im 11. Jahrhundert, gibt es dann sozusagen die schriftlichen Zeugnisse dafür, von begeisternd bis zynisch, belustigend, wo da so ein süditalienischer Schnösel darüber schreibt, wie man in den Alpenländern singt. Das gibt's alles. Aber wie kommt jetzt der Papst Gregor dazu? Ja, Dichtung und Wahrheit. Die Gregorius-Legende. Sie sehen hier eine der ganz berühmten St. Galler Miniaturen aus dem Codex 390, dem sogenannten Codex Harca. Sie sehen da, wie ein heiligmäßiger Papst auf seinem Thron sitzt. Auf der rechten Schulter des Papstes, also von uns aus gesehen links, für den Papst rechts, da sitzt ein Vogel drauf. Dieser Vogel ist also nach der christlichen Ikonografie gemeinhin die Taube als Symbol des Heiligen Geistes, was aber nicht dazu verleiten sollte, dass jeder Vogel, den einer hat, als Heiliger Geist bezeichnet wird. Und diese Taube flüstert mit ihrem Schnäbelchen dem Papst etwas ins Ohr und mit dieser unglaublich verlängerten linken Hand diktiert der Papst einem Schreiber die Musik, welche dieser auf eine Wachsplatte mit seinem Griffel schreibt. Und auf dieser Wachsplatte kann man sogar Neumen, also älteste Notationszeichen, erkennen. Diese Zuschreibung an den Papst Gregor den Großen, die ist so um 800 aufgekommen und Johannes Diakonus
walzt das im Jahre 878 in seiner Vita Gregorii aus. Warum dieses? Sie können sich vorstellen, oder vielleicht können Sie sich auch nicht vorstellen, dass das für die Kirchenmusiker in ganz West- und Mitteleuropa keine einfache Sache war, ihre liebgewonnenen lokalen Gesänge von einem Tag auf den anderen durch kaiserlichen Befehl im Jahre 789 auszutauschen. Da hat es schon ein bisschen einen Schub dahinter gebraucht, dass die das auch getan haben. Gregor der Große, der im Jahr 604 gestorben ist, der galt sozusagen im Mittelalter als der größte Papst der Geschichte und als die größte Autorität. Und wenn der das schon sagt und wenn das von ihm stammt, da kann da nicht so ein Provinzkapellmeister sich dagegen stemmen. Und obendrein noch, es ist ja in Wirklichkeit nicht von ihm, sondern vom Heiligen Geist selber. Und wer diese Musik ablehnt, der lehnt das ab, was der Heilige Geist ihm zu tun aufgibt. Auf das steht garantiert das ewige Höllenfeuer. Das heißt also, man hat mit einer Legitimationslegende den nötigen Anschub gehabt, um diese neue Musik überall durchzusetzen. Und in ganz Europa hat sich das, mit Ausnahme von Mailand, durchgesetzt. In Mailand haben sie offenbar keine Angst vor der Hölle gehabt. Die haben heute noch ihre Kirchenmusik, die gewissermaßen als Mailänder Choral oder ambrosianischer Gesang bezeichnet wird. Ja, und diese Legende, die hier dargestellt ist, Gregorius presul meritis et nomine dignus, Gregorius presul meritis et nomine dignus, und et genus umducit condendit honorem, renovavit monumenta, Patrum priorum, qui composuit cum libellum musice artis coro cantandum anni circulo. Das heißt also auf Deutsch, der Papst Gregor, der an Verdiensten und an Namen groß und würdig ist, der hat die Denkmäler der alten Väter wiederhergestellt, indem er composuit, in dem Fall nicht komponiert, sondern in dem Fall muss man das übersetzen mit zusammengestellt hat, dieses Buch mit musikalischer Kunst für den Chor zu singen im Lauf des Jahres. Wichtig daran ist auch der Ausdruck musikalische Kunst. Man hat also immer einen hohen ästhetischen Anspruch an diese Musik gestellt und das nicht bloß als Gesangel betrachtet, wie man auf gut Österreichisch sagen würde. Ja, das führt uns zur Frage, wie singen? Die Grundfragen der Interpretation. Ich habe hier einen Text in Übersetzung, der ungefähr so um das Jahr 880, 890 geschrieben worden ist. Denn den Charakter der Dinge, der im Gesang dargestellt wird, muss auch der Charakter des Gesangs nachahmen. So sollen bei ruhigen Dingen die Melodien ruhig sein, fröhlich klingend bei erfreulichen, wehmütig bei traurigen. Was mit Härte gesagt oder getan ist, soll mit harten Melodien ausgedrückt werden, mit überraschenden, lautschreienden, beschleunigten und mit solchen, die den übrigen Eigenschaften der Ereignisse und Zustände angepasst sind. Ebenso muss es sein, dass die kleinen Abschnitte der Melodien und Worte an einem einzigen Punkt enden. Das heißt also, Text und Melodie sollen ungefähr mit gleicher Logik aufhören und nicht gegengleich. Man glaubt gar nicht, was alles selbstverständlich ist oder auch nicht. Die Musiker in Chiriadis, eine der wichtigsten sozusagen musikpädagogischen Schriften, die es am Ende des 9. Jahrhunderts gegeben hat,
beschreibt eigentlich das Phänomen der Interpretation. Im Unterschied zu dem, was also gute katholische Kirchenmusiker in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts gelernt haben, dass jeder Ton gleich lang ist und ja, nicht einer lauter wie der andere, dass alles so schön gemächlich dahin plätschert, das Gegenteil hat man im Mittelalter gelernt, nämlich sozusagen mit vollem Affekt und mit voller Energie den Inhalt des Textes musikalisch ausdrücken. Das ist zweifellos das historische Ideal gewesen. Solche Schriften haben wir viele. Die Musiker in Chiriadis geschrieben, im Kloster Werden, heute Vorstadt von Essen, wo es also um die Tonortenlehre geht, um die Modi, um die Interpretationslehre und um das Organum, also um die archaische improvisierte Mehrstimmigkeit. Zu unserem Geschichtsbild gehört es ja, dass gewissermaßen die Musik immer hintereinander abläuft. Zuerst haben sie gar nicht gesungen, dann haben sie einstimmig gesungen, dann war das langweilig, dann kam die zweite Stimme dazu, dann kam die dritte Stimme dazu, dann war das auch langweilig, dann haben sie begonnen, rhythmisiert zu singen, mit Instrumenten dazu zu spielen. Dann kam irgendwann einmal der Josquin, der Palestrina, der Monteverdi, der Mozart, der Wagner, der Richard Strauss. Und dann ging es eigentlich nur mehr in einer schrecklichen kulturellen Dekadenz bergab. Das ist so ein ganz gängiges Geschichtsbild, das wir von Musik haben. Die Realität ist eine andere. Nicht nur in der Kirchenmusik. Heute, mehr denn je, haben wir sämtliche Musik prinzipiell nebeneinander und nicht hintereinander. Und die großen Musikverteiler, da können sie sich alles aussuchen, wonach ihnen der Sinn steht, vom Monteverdi Madrigal bis hin zum Violinkonzert von Alban Berg oder was immer. Das ist alles heute gleichzeitig verfügbar und unsere Konzertprogramme spiegeln ja meistens, vor allem in der Chormusik, auch einen großen historischen Rahmen wider. Wir haben etwas Vorbarockes, wir haben etwas Romantisches, etwas Zeitgenössisches und so weiter. In der Kirchenmusik war das immer der Normalfall. Die Basis des Singens war eigentlich bis zur Zeit der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil immer gregorianischer Choral. Was für Fest und Feier dazugekommen ist, das war Mehrstimmigkeit, mehr oder weniger aktuell. In meinen Landen ein bisschen mehr Mozart, das mögen die Leute so gern, ne? Anderswo in Italien stehen sie auf dem Palestrina, das ist bei uns wieder weniger beliebt. Und natürlich die Lokalmatadore, die da auch aufgeführt werden. Das heißt also, wir haben das Nebeneinander und nicht das Hintereinander. Das ist also für das Verständnis von Musik ganz wesentlich. Und wenn man so das 15. Jahrhundert anschaut, da haben sie in Rom und irgendwo in den Niederlanden die modernste Kontrapunktik gesungen und in solchen Alpenklöstern wie in Seckau, St. Lambrecht oder Neuberg an der Mürz, ich rede jetzt von meiner Heimat Steiermark, da hat man noch die archaischen Organer gesungen, die der Huck bald 400 Jahre früher beschrieben hat. Auch das ist ein Nebeneinander. Die großen kulturellen Zentren waren immer etwas moderner, weil sie auch das nötige Kleingeld dazu hatten, als gewissermaßen die regionalen Zentren, die sich halt mit dem begnügt haben, was vorhanden war und was möglich war. Ja, diese Basis der Gregorianik, das sind eigentlich die täglichen, einfachen Antiphonen, die zu den Psalmen gesungen werden. Ganz was Einfaches.
Du es Deus, qui facis mirabilia, bitte. Du es Deus, qui facis mirabilia. Die Melodie zeigt eigentlich nur Textbetonung. Du es Deus, du bist der Gott, der Wunderbares tut. Qui facit mirabilia. Clamavi et exaudivit me. Eine ganz eindeutige Zweiteilung durch die Tonverdopplung. Ich habe geschrien und er hat mich erhört. Clamavi et exaudivit me. Clamavi et exaudivit me. Oder etwas anderes Einfaches. In ecclesiis benedicit Domino, in ecclesiis benedicit Domino, in ecclesiis benedicit Domino. Ich würde das übersetzen: In der Versammlung der Gemeinde preist den Herrn. Meistens wird es übersetzt, in der Kirche preiset den Herrn, aber eigentlich sind die Menschen gemeint und nicht die Ziegel. Das wird ab und zu gerne vergessen. Ja, wir haben schon gesprochen, sozusagen, wir haben es mit dem Bibelwort zu tun. 90% aller liturgischen Gesänge sind Schrifttexte, also in der klassischen traditionellen lateinischen Liturgie. In der Tradition der reformierten Kirche war es ja jahrhundertlang 100% Bibeltext, nämlich die 150 Psalmen und die Kantika dazu. Heute ist das auch ein bisschen anders, aber wenn man die ganzen lutherischen Lieder hernimmt, da wird man bei genauer Analyse feststellen, dass eigentlich jedes traditionelle Kirchenlied eine Schriftparaphrase ist. Der Pastoraltheologe von Leipzig, Martin Betzold, der hat also dicke Bücher geschrieben, eine Textanalyse der Bach-Kantaten. Und wenn er da so die Liedstrophen Zeile für Zeile aufschreibt, steht neben jeder Zeile eine Bibelstelle, vielleicht auch zwei oder drei. Das zeigt also, aus dem Geiste der Schrift sind neue Dichtungen, neue Texte geschaffen worden. Die Rückbindung letztlich an die Offenbarung war immer da. Das ist sozusagen die Tradition, die heute auch von vielen Liederdichtern nach wie vor lebendig gehalten wird. Aber jetzt ist die Frage sozusagen, wie die Bibel lesen. Ich sage es Ihnen gleich, was ich Ihnen jetzt sage, das erzählen Sie nie einem Professor für Neues oder Altes Testament bei einer Prüfung, mit dem wird er Sie rausschmeißen. Das ist so ganz und gar nicht das, was die Exegese-Professoren heute hören wollen. Im Mittelalter war man, wie in der Spätantike, davon überzeugt, dass gewissermaßen der Inhalt der Schrift mehrbödig ist, um es einmal etwas salopp zu formulieren, oder gewissermaßen verschiedene Ebenen hat. Die Interpretation von Bibeltexten hatte nach Meinung der alten Kirche und auch nach Meinung der Kirche des Mittelalters vier Ebenen. Zunächst einmal das, was heute an den Universitäten mit ziemlicher Ausschließlichkeit doziert wird, nämlich der sogenannte Literalsinn oder der wörtliche Sinn des Textes. Der Buchstabe lehrt das Geschehene. Das zweite, die allegorische Bibelauslegung. Allegorie heißt sozusagen etwas sagen und es anders meinen. Das ist also ein bisschen vereinfacht gesagt, aber geht ungefähr in diese Richtung. Was du glauben sollst, die Allegorie. Wie du zu handeln hast, die Moral, das ist wieder leichter verständlich. Und wohin du streben sollst, die Anagogie, also die Führung nach oben. Was jetzt für die Interpretation der Texte, die im Verlauf eines Kirchenjahres gesungen werden,
Besonders wichtig ist das Prinzip der Allegorie. Das heißt, eine bestimmte Art, Texte auszulegen. Und da gibt es einen wunderschönen Satz vom Kirchenlehrer Augustinus, der uns also nicht nur das erotische Leben vermiest hat, sondern viele wunderschöne Dinge über die Bibel gesagt hat. Das auch, das soll man nicht vergessen. Augustinus hat gesagt, Psalmus vox totius Christi. Mein Dankeschön, das ist ganz nett, dass Sie an meine angeschlagene Stimme denken. Also der Psalm ist die Stimme des ganzen Christus. Was meint er damit? Augustinus meint, dass das Buch der Psalmen, das die alte Kirche gewissermaßen immer als die kleine Bibel innerhalb der großen betrachtet hat, dass das Buch der Psalmen eigentlich alles enthält, was über Jesus Christus zu sagen ist, über sein Leben, sein Wirken, seine Botschaft. Weil daher der ganze Christus das Haupt ist und auch dessen Leib, hören wir folglich in allen Psalmen die Stimme des Hauptes, wie wir auch die Stimmen des Leibes hören. Er wollte nämlich nicht getrennt sprechen, wie er auch nicht vom Leib getrennt sein wollte, wie er sagte, siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung der Welt. Dieser etwas komplizierte Text sagt also, alles, was letztlich zum Leib Christi gehört, das ist in den Psalmen enthalten. Wir haben es also damit zu tun, die Bibel zu meditieren. Woher kommt das Wort meditieren? Sie werden es nicht glauben, das steht im Psalm 1. Sed in lege Domini voluntas eius et in lege eius meditabitur die agnocte. Das Wort meditari ist zweifellos äußerst schwierig zu übersetzen. Meistens haben wir die dünnflüssigen Varianten der Übersetzung, nämlich nachdenken, nachsinnen und wie das so alles heißt. In der King James Bibel, eine der besten Bibelübersetzungen der Welt aus dem 16. Jahrhundert, steht das Wort meditate drinnen. Also der Übersetzer hat dieses zentrale Stichwort christlicher Praxis gar nicht übersetzt, sondern so belassen. Am besten gefällt mir das, was Martin Buber an diese Stelle gesagt hat. Der das Wort vor sich her murmelt. Und da ist genau das ausgesagt, was letztlich das Lernprinzip etwa in einem mittelalterlichen Kloster war. Ich sage etwas so lange vor mir auswendig her, bis ich es inwendig drauf habe. Das Bibellernen als geistlicher Lebensvollzug und das sehr wesentlich mit den Mitteln des Gesangs. Choralsingen ist eigentlich Bibelmeditation. Eine ganz spezielle, das gebe ich schon zu, aber es ist eine. Und dieses Meditari, das war sozusagen die Lebensgrundhaltung des Mönchs, der Nonne. Ständig das Wort Gottes in sich hin und her zu bewegen. Rein von der Lernpsychologie her gesehen, ist da noch die kleine Anmerkung zu machen, man hat nicht so wie heute leise gelernt, sondern grundsätzlich laut gelernt. Deswegen sind im St. Galler Klosterplan die Novizen auch ins äußerste Eck des Klosters verbannt, weil dort haben es niemanden gestört. Die anderen wollten ja im Stillschweigen mehr oder minder leben. Ja, das Singen als Umgang mit dem Wort der Bibel. Singen und Glauben, was hat das miteinander zu tun? Ich habe dazu ein Wort von Martin Luther gewählt. Die Literatur, wie die Zusammenhänge von Singen und Glauben, das
Da können Sie ein halbes Leben daran lesen, was da alles mehr oder weniger gescheite Leute geschrieben haben. Aber im Vorwort zum Papstschen Gesangbuch von 1545, das war das letzte Gesangbuch-Vorwort, das Martin Luther geschrieben hat, da schreibt er: Wer solch's mit Ernst gläubet, der kann's nicht lassen. Er muss fröhlich und mit Lust davon singen und sagen, dass es andere auch hören und herzukommen. Ja, was ist in diesen Dingen, was ist in diesem Text ausgesagt? Mehr oder minder, wer angesteckt ist, der wirkt auch ansteckend. Wer vom Wort Gottes erfasst ist, der kann gar nicht anders als die Freude, die ihm das bereitet, als die Lust, mit der er damit umgeht, auch nach außen hin zu tragen, durch Singen und Sagen, auf das es auch andere hören und dazukommen. Ja, das spricht eigentlich für sich selber. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass Musik Ausdruck eines biblischen Textes ist. Jetzt machen wir mit ein paar Beispielen die Probe aufs Exempel und schauen uns das an. Ich habe hier einmal sozusagen ein Beispiel, das geht irgendwo in den Charakter von Tonsymbolik, von Verklammerung von Tagen. Wir haben hier zwei Gesänge zur Kommunion. Der eine Gesang, Revelavitur Gloria Domini, der wird gesungen in der Vigilmesse von Weihnachten, also früher in der guten alten Zeit, noch in der Früh des 24. Dezember. Und tags darauf, bei der dritten Weihnachtsmesse, hat man gesungen Viderunt omnes finestere salutare te. Jetzt gibt's sozusagen zwischen dem Schlusspunkt der Vorbereitung des Festes und dem Ende des Festes eine musikalische Klammer, nämlich die wortwörtlich Ton für Ton gleiche Vertonung des Wortes Salutare Dei Nostri, also das Heil unseres Gottes. Salutare Dei Nostri. In der Festvorbereitung haben wir sozusagen das Wort Videbit. Es wird sehen, alles Fleisch, das Heil unseres Gottes. Am Ende des Festes haben wir nicht die Futurform, sondern die Perfektform. Viderunt, gesehen haben. In dem Fall sozusagen nicht alles Fleisch, sondern alle Enden der Erde. Das ist eine Varianz, die das Gleiche ausdrückt. Et videbit omnis caro salutare Dei nostri. Und am Tag drauf, viderunt omnes finestere salutare Dei nostri. Hier geht es natürlich um eine musikalisch-assoziative Verkettung, die denen vollkommen klar und bewusst war, die das alles auswendig gekonnt und gesungen haben. Die haben natürlich die musikalische Formel wiedererkannt. So wie wir eben auch bestimmte Melodien oder Melodieteile wiedererkennen.
wenn das anklingt und gehört wird. No, das war jetzt so eine kleine Aufwärmrunde. Und jetzt stellen wir uns die Frage, gibt's so etwas wie einen Hinweis, dass die Art und Weise, wie man aufgrund von Textbetonungen und Sinnzusammenhängen Texte interpretieren kann, gibt es da Hinweise im zeitgenössisch gelesenen oder verwendeten Schrifttum? Oder ist das alles pure Fantasie heutiger Choralwissenschaftler, die irgendwie so abheben und 1,5 Meter über dem Erdboden ihre krausen Theorien spinnen? Das ist zweifellos eine seriöse Frage. Ne? Ist das, was ich musikalisch analysiere, hat das auch irgendwo in der Gedankenwelt des 10., 9., 8. Jahrhunderts eine Resonanz oder nicht? Das von mir aus, was Richard Wagner von der mittelalterlichen Mythologie verstanden hat, ist nicht unbedingt das, was man im Mittelalter damit verstanden hat. Das ist also absolut durchaus legitim. Ich kritisiere das nicht. Aber das ist nicht meine Fragestellung. Meine Fragestellung ist, kann ich mich der Linie mittelalterlicher Interpretation annähern? Nun gut. Wir haben hier einen Offertoriumsgesang, also einen Gesang zur Gabenbereitung. Und zwar von der dritten Messe, also der Festmesse am Tage. Was feiern wir eigentlich zu Weihnachten? Sehr vielfältig. Nicht? Ich weiß nicht, wie viele Postkarten ich kriege, da steht drauf Season Greetings. Nicht? Also man vermeidet peinlichst jeden christlichen Bezug zum Weihnachtsfest, weil man könnte irgendjemand beleidigen, der seine Probleme mit der Kirche hat. Also von den Season Greetings irgendwie bis zu allen Schattierungen christlicher Theologie ist da alles drinnen. Nicht? Wir haben so das hochmittelalterlich-franziskanische Krippengefüge und wenn es in Italien, na gut, heute ist ab heute wird wieder alles abgebaut oder ab gestern. Ich habe in Rom keine Kirche gesehen, wo in der Krippe nicht echtes Wasser plätschert. Das gehört da offenbar so dazu, wie von mir aus, also bei uns die echten Tannenzweige, mit dem tun sie sich im Süden etwas schwerer, zugegeben. Ja, und wir haben dann sozusagen auch die Weihnachtstheologie, um die im 4., 5. Jahrhundert gestritten und gekämpft worden ist, wenn man sich ein bisschen in der Kirchengeschichte auskennt. Das ursprüngliche Thema des Weihnachtsfestes ist sozusagen, ganz einfach gesagt, Gott wird Mensch. Der, der unsichtbar war, wird sichtbar. Der, der vor aller Zeit war, kommt in die Zeit und der, der seit aller Ewigkeit schon existiert hat, der muss nicht noch einmal sozusagen gezeugt werden. Das ist kurz gesagt eigentlich das, was den Inhalt des Weihnachtsfestes ausgemacht hat. Also diese Paradoxie, dass ein Tage altes Baby wehrlos, schutzlos, nach allen Seiten hin pflegebedürftig, dass wir zu diesem Baby Gott sagen. Wahrer Gott vom wahren Gott, so wie es im Symbolum Nicenum heißt, im großen Glaubensbekenntnis der christlichen Kirchen. Diesen Gedanken nehmen auch die Gesänge auf. Wir haben hier ein Psalmwort aus dem Psalm 88.
Jeder, der das so irgendwie ohne hintergründigeres Nachdenken liest, der würde sagen, dein sind die Himmel und dein ist die Erde, der Erdkreis und seine Fülle hast du gegründet. Gerechtigkeit und Urteil sind die Bereitung deines Throns. Das wäre eigentlich eine ganz normale Art, es zu lesen. Dein sind die Himmel und dein ist die Erde. Wenn wir uns aber die Komposition anschauen, vor allem die rhythmischen Angaben, da ist die Betonung ganz anders. Da heißt es dann, dein sind die Himmel und dein ist die Erde, den Erdkreis und seine Fülle hast du gegründet. Gerechtigkeit und Urteil sind die Bereitung deines Throns. Das Stück hat noch gar nicht begonnen, steht man schon gewaltig auf der Bremse. Das erste Wort beginnt eigentlich schon molto adagio und dann erst geht's irgendwie los. Ich muss mich jetzt da herdrehen, weil auf dem Bildschirm ist mir das etwas zu klein. Das beginnt Tui sunt celi. Also nicht Tui sunt celi, sondern Tui sunt celi et tua est terra. Und dann der emotionale Ausbruch, der absolute musikalische Höhepunkt des Stückes, Tu fundasti. Du hast ihn gegründet, den Orbem Terrarum, den Erdkreis. Tu fundasti. Das ganze Stück wird nie wieder so hoch wie das Wort tu. Tu fundasti. Das steht so wie ein einsamer Berg in einer flachen Landschaft. Kann man sich in der Schweiz nicht vorstellen, sondern alles Berge rundherum. Ne? Aber so ungefähr alles flaches Land und dann ragt so ein Hügelchen heraus. Wenn man von Graz nach Budapest fährt, kommt man bei sowas vorbei. Flache Pampa und dann plötzlich ein Berg. Ne? Tu fundasti. Und nämlich im Kontext. Orbem terrarum et plenitudinem eius tu fundasti justitiam. Da käme nicht noch was dazu. Die Neumen zeigen uns an, dass Tu fundasti langsamer, wesentlich langsamer zu singen ist, als etwas, das davor. Nicht? Wenn wir da in der dritten Zeile sind, das ist alles sehr schnell und flüssig. Das heißt, ich habe eine zweifache Hervorhebung dieses Wortes. Du hast es gegründet, den Erdkreis, durch die Tonhöhe und durch die Verlangsamung. Eigentlich sehr einfach, das Prinzip. Naja, und wenn man jetzt schaut, warum ist das so wichtig? Warum ist Tui so wichtig und Tu fundasti? Beim Schriftsteller Cassiodor finden wir den Satz, die haben ja, also diese großen Theologen der Spätantike, die haben ja alle 150 Psalmen kommentiert. Das Psalmen kommentieren war sozusagen ein ganz wesentlicher Teil der Theologie und auch ein ganz wesentlicher Teil des Predigtgeschäftes. Der schreibt also, warum wollen die Dummköpfe in dieser Welt gegen dich wüten, o Christus, deren Begründer du bist? Das ist sozusagen für unsere Schule- und Katechismus-Theologie auch ein bisschen fremd, weil so im klassischen Religionsunterricht lernt man, Gott Vater hat die Welt geschaffen, Gott Sohn hat sie erlöst und der Heilige Geist hält alles zusammen. Aber
Die alte Kirche war der felsenfesten Meinung, dass auch Gott Sohn Schöpfer der Welt ist. Das hat kein Papst der Neuzeit als Häresie verurteilt. Ne? Wir singen das ja im Adventhymnus. Conditor almesiderum, eterna lux credentium, Gott heiliger Schöpfer aller Sternen. Leider Gottes, der Thomas Münzer hat das nicht mehr begriffen. Ne? Und dann kommt es in der zweiten Strophe zu einem Subjektwechsel. Thomas Münzer bezieht Gott heiliger Schöpfer aller Sternen auf den Vater. Und dann geht es eigentlich über den Sohn weiter. Während der lateinische Text mit Conditor almesiderum natürlich Christus gemeint ist in der zweiten Strophe, qui condolens in terre tu mortis pieris eculum. Ne? Das ist also ganz klar, ne? Du warst traurig, dass die Welt also da zugrunde gerät und dann bist du in die Welt gekommen. Das war nicht der Vater, das war der Sohn nach klassischer Theologie. Das heißt also, wie gesagt, ja, das Zweite wäre noch die Bereitung des Thrones, aber ich glaube, wir sind in der Zeit schon etwas fortgeschritten. Schauen wir weiter. Dieses Stück ist wieder etwas, das uns mit musikalischen Analogien begeistert, wenn wir diese lesen können. Der Eröffnungsgesang des ersten Fastensonntags. Ich habe gleich des Rätsels Lösung dazu geschrieben, die Stimme des Vaters. Invocabit me et ego ex audiam eum. Er wird mich anrufen und ich werde ihn erhören. Eripiam eum. Ich werde ihn herausreißen et glorificabo eum. Und ich werde ihn verherrlichen oder zu Ehren bringen. Longitudine dierum ad implebo eum. Mit der Fülle der Tage muss man das natürlich übersetzen und nicht nur mit der Länge der Tage werde ich ihn erfüllen. Das ist ein Vers aus dem Psalm 91. Wer im Schutz des Höchsten wohnt und lebt im Schatten des Allmächtigen. Dieser Psalm ist eigentlich der klassische Text des ersten Fastensonntags. Und zwar auch deshalb, weil am ersten Fastensonntag in der katholischen Liturgie traditionellerweise das Evangelium von der Versuchung Jesu gelesen wird und der Teufel in dieser Geschichte zitiert den Psalm 91 und da fällt dann das berühmte Wort Weiche Satan. Und dieser Psalm, der letztlich von einem unglaublichen Gottvertrauen spricht, der steht im Zentrum dieses Sonntags. Und jetzt haben wir hier etwas musikalisch Bedeutsames. Ich spiele Ihnen dann dieses Stück von der CD vor, damit ich nicht immer selber singen muss. Was ist der absolute musikalische Höhepunkt? Das ist auch ganz einfach. Sie sehen da eine leere Linie, Sie sehen da eine leere Linie und da haben Sie mal so einen Hügel bergauf. Et glorificabo eum. Also das Wort, ich bringe ihn zu Ehren, ich verherrliche ihn, das ist der musikalische Höhepunkt des Gesanges. Und das wiederum ist ein Zitat. Nämlich aus den Gesängen der Osternacht. In der Osternacht werden vier solche Kantiker gesungen, in der traditionellen Liturgie heute sind siebene. Und Cantemus Domino Gloriosi in den Honorificatus ist. Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Mein Helfer und Schützer ist mir der Herr zum Heile geworden. Also,
das Kantikum des Moses und der Miriam, wie es heute heißt, das in der katholischen Liturgie nach der Lesung Exodus 14 gesungen wird. Das ist ja Exodus 15, also die logische Fortsetzung. Die Erzählung vom Durchzug durch das Rote Meer, gewissermaßen die Erzählung einer Errettung aus einer lebensbedrohlichen Situation, die steht im Zentrum der Osternacht, weil die Auferstehung ist auch die Errettung aus einer lebensbedrohlichen Situation, wenn man es einmal von dieser Seite her sieht. Man sollte es nicht immer so in Weihrauchschwaden sehen, sondern einfach einmal gewissermaßen, was heißt das ganz natürlich? Und da haben wir ein Zitat. In der ersten Zeile, wo diese drei Pfeile hinzeigen, Glory, Glory, Jose, oder hier, Projezit in Mare, oder eben hier, Glorificabo eum. Das ist die gleiche musikalische Formel. Das schafft keine Predigt, das schafft kein theologisches Buch, das schafft einzig und allein Musik, eine solche Assoziation herzustellen. Am ersten Fastensonntag, am Beginn der Bußzeit, am Beginn der Fastenzeit, am Beginn des Weges, der zunächst einmal auf den Karfreitag hinzielt, hört es nicht mit dem Karfreitag auf, sondern am Ende haben wir ein musikalisches Zitat, das uns über den Karfreitag hinaus auf die Osternacht verweist, auf die Auferstehung. Musikalisch wird am ersten Fastensonntag Ostern angekündigt. Das ist sozusagen die musikalische Botschaft, die mit diesem Text verbunden ist. Der Psalm 91, wer im Schutz des Höchsten wohnt, hat sozusagen seine radikalste Erfüllung in Ostern, in der Auferstehung, durch den Tod hindurch. Aber das ist nicht das Ende, sondern das Ende ist die Longitudo dierum, die Fülle der Tage, also das ewige Leben, wie es im Symbol heißt. Ja, jetzt sollte ich Ihnen dieses Stück vorspielen. Sehr gut, das ist gleich das erste, da braucht man nicht lange suchen. Thank you.
Die sogenannten geprägten Zeiten, wie das in der heutigen Liturgieerklärung heißt, also der Weihnachtsfestkreis und vor allem der Osterfestkreis, die sind eigentlich voll von solchen Bezügen. Die sind voll von einer christologischen Deutung des Psalters. Sie werden natürlich jede Menge an frommen Kommentaren zur Gregorianik lesen können, wo es dann heißt, also der Beter in seiner Not wendet sich an seinen Herrn und in gläubigem Vertrauen erfährt er den Zuspruch und die Tröstung und die Verheißung, dass er herauskommt aus seinen Schwierigkeiten und dass das das Ende nicht ist und so weiter und so fort. Ja, das kann man ohne weiter stehen und gelten lassen, denn wie gesagt, das Erklärungsmodell, das die alte Kirche favorisiert hat, war nie ein eindimensionales. Dieser Psalm 91, der ist ja gewissermaßen bis zur Liturgiereform täglich 365 Mal im Jahr beim kirchlichen Nachtgebet, der komplett gebetet bzw. gesungen worden, sowohl von den Weltpriestern als auch von den Mönchen. Tagtäglich der gleiche Psalm, der sozusagen als persönliches Gebet vor dem Schlafengehen reflektiert, wie ist eigentlich meine persönliche Lebenssituation hinter all dem, was mir den ganzen Tag passiert ist, hinter all dem, womit ich zu kämpfen habe, hinter all dem, wo meine Leiden sind, hinter all dem, wo meine Freuden sind. Es ist letztlich die Geborgenheit im Schutze Gottes. Wenn ich diesen Psalm zur Komplett singe, dann ist das sozusagen meine persönliche Zuversicht, dass ich mich in Gott geborgen fühle und so gehe ich schlafen und komme die Nacht hoffentlich ohne Albträume durch. Wenn ich das, den gleichen Psalm, aber am ersten Fastensonntag singe, dann ist es gewissermaßen ganz eindeutig, dass es hier nicht um mich geht, sondern um einen anderen. Dass hier letztlich Gott selber sagt, ich lasse meinen Sohn nicht verkommen und das Ende ist nicht der Karfreitag, sondern der Ostersonntag. Und das ist gewissermaßen in einer oft überdrehten und übertriebenen Kreuzestheologie, die wir aus dem Spätmittelalter geerbt haben, ja etwas ganz Wichtiges, was die frühere Liturgie immer gekonnt hat, nämlich das Kreuz und die Auferstehung, den Tod und das Leben in einem Gleichgewicht zu halten. Weder das eine überzubetonen noch das andere, sondern beides gewissermaßen als zwei Seiten derselben Medaille zu artikulieren. Das letztlich können solche Gesänge durchaus ausdrücken. Die Osterankündigung haben wir übrigens noch einmal in diesen Fastensonntagen, auch am 4., der Sonntag Letare heißt, freue dich. Das ist sozusagen die Mitte der Fastenzeit. Und da darf man sich schon freuen, dass das Fest bald kommt und da darf man sich auch schon leicht freuen, dass es irgendwie mit dem Austrocknen der Gedärme einmal sein Ende hat. Es ist ja so, dass heute die meisten Menschen das Wort Fasten nur mehr aus dem Flugzeug kennen. Fasten the Seatbelt. Aber in Zeiten, wo man auch in der lateinischen Kirche das Fasten sehr ernst genommen hat, war das also durchaus eine ernste Disziplin. Und ja, von vielen Fasten werden die Leute alt. Ich weiß, ich rede hier gegen mich selber, aber so ist das Leben nun einmal. Ne? Und da heißt es dann Letare Jerusalem. Letare Jerusalem, freue dich Jerusalem. Macht eine Versammlung und freut euch mit aller Freude. Und dieser Beginn, Letare, auch das ist ein Zitat,
Nämlich, das ist das Ende vom Alleluja der Osternacht. Alleluja. Und jetzt das Zitat. Für uns heute sozusagen kaum wiederzuerkennen, weil da müsste man das gregorianische Repertoire relativ gut kennen, aber für den mittelalterlichen Menschen, der mit diesen Melodien gelebt hat und manche davon ziemlich ausschließlich mit dieser Musik gelebt haben, natürlich eine Sache von hohem theologischen Wiedererkennungswert. Das letzte Beispiel, das ich hier habe, ist auch etwas ganz was Besonderes. Es ist ein Gesangsstück, das eigentlich heute in der Liturgie kaum vorkommt, nämlich der Eröffnungsgesang des Gründonnerstags, der Messe vom letzten Abendmahl, wie sie heute heißt. Und wenn Sie einmal diesen Text anschauen, da werden Sie so gut wie überhaupt nichts vom letzten Abendmahl, von der Eucharistie, vom Brot und Wein und von all diesen Dingen finden, sondern ganz etwas anderes. Der Text heißt einmal: Nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostri Jesu Christi. Wir aber müssen uns rühmen im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Das ist schon einmal eine Veränderung des originalen biblischen Textes. Paulus sagt, ich will mich nicht rühmen, es sei denn, ich rühme mich im Kreuz des Herrn Jesus Christus. So heißt es bei Paulus. Und in der liturgischen Redaktion wird das gewissermaßen dann auf das Wir der Gemeinde transformiert. Wir aber müssen uns rühmen. In ihm, also in quo, das ist jetzt Christus gemeint, nicht das Kreuz. Das Kreuz ist im Lateinischen ja weiblich. In ihm ist das Heil, das Leben und unsere Auferstehung. Durch ihn sind wir erlöst und befreit. Jetzt gibt es in diesem Gesang einmal zunächst die Frage, warum eröffnet so etwas eine Messe, in deren Zentrum der Gedanke der Eucharistie und der Fußwaschung stehen. Ja, wenn wir die Funktion eines Eröffnungsgesangs uns betrachten, da werden wir bald drauf kommen, dass ein Eröffnungsgesang so etwas wie eine theologische Zusammenfassung ist. Zu Weihnachten singen wir, puer natus est, ein Knabe ist uns geboren, zu Ostern Resurrexi, ich bin aufgestanden und noch immer bin ich bei dir. Zu Pfingsten, Spiritus Domini replevit orbem terrarum, der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis. Oder von Leichnamstag, Zibavit eos ex adibe frumenti, er hat sie gespeist mit dem Besten vom Weizen, wird das übersetzt, eigentlich Adeps Adibis, das ist so der Weizenkeim, das Innere, gewissermaßen das Beste, das Gehaltvollste des Getreides, als Symbol für die Eucharistie und so weiter und so fort. Hier haben wir es eigentlich zu tun mit einem theologischen Kunststück. Dieser Gesang eröffnet nicht eine Abendmesse, sondern dieser Gesang eröffnet eine Dreitagesfeier, nämlich das sogenannte Triduum Sacrum, die drei Tage vom Leiden, Sterben, der Grabesruhe und der Auferstehung des Herrn. Und wie das auch beim Ring der Nibelungen ist, wir haben drei Tage und einen Vorabend, und so haben wir es auch hier. Das Fest beginnt mit dem Vorabend. Das ist die gesamte jüdische Tradition, die die Kirche übernommen hat. Wir feiern Weihnachten ja am 24. abends und nicht am 25. Und wenn Sie sozusagen ein bisschen die jüdischen Gebräuche kennen, die eigentliche familiäre Schabbatfeier ist am Freitagabend und nicht am Samstagabend. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo von Freitagabend bis Samstagnachmittag in Tel Aviv kein Flugzeug gestartet und gelandet ist. Das ist heute auch nicht mehr so. Aber das ist genau das, was im ersten Kapitel der Bibel steht, im Schöpfungsbericht. Es war Abend, es war Morgen,
der erste Tag. Es war Abend, es war Morgen, der zweite Tag und so weiter. Das heißt also, dieser Gesang eröffnet eine Dreitagesfeier, die schon mit dem Vorabend beginnt, nämlich mit dem Gründonnerstag. Das musikalisch und rhetorisch Bedeutsame ist, dass hier wiederum ganz anders betont wird, als wir das so gewohnt wären. Also jeder, der in der Kirche eine Lesung vorliest, würde sagen, wir aber müssen uns rühmen im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Schauen Sie mal, wie das Wort in Kruze vertont ist. Das ist gar nicht vertont. Sowas von absolut unbetont. Aber Nostri, wir müssen uns rühmen im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Das ist schon einmal ein ganz wesentlicher Hinweis, was wir feiern. Gibt das schöne Wiener Lied, was geht das uns an, das geht uns gar nichts an. So geht es nicht in der Liturgie, sondern dieser Gesang sagt, wir feiern deshalb Ostern, weil es uns etwas angeht, weil es uns zutiefst betrifft. Diese Feier, die hat mit unserem Leben etwas zu tun. Apropos Stichwort Leben. Da haben Sie Nostri. Also das geht uns doch etwas an. Und dann haben Sie Vita. Ton gleich. Das Leben. Es ist nicht allein die Feier des Lebens Jesu, sondern ist die Feier unseres Lebens. Das ist mein Leben, um das es hier geht, vom Gründonnerstag bis zum Ostersonntag. Und so ergibt es sozusagen eine klare Struktur, und diese Struktur ist das, was die Theologen Anamnese nennen, nämlich ein Gedächtnis, das in die Gegenwart geholt wird. Ich erinnere mich an etwas, was jetzt stattfindet. Ich erinnere mich an etwas, was mit mir etwas zu tun hat. Und deswegen haben wir hier diese Bedeutungen. Weil eben dieser Gesang sagen will, es ist die Feier meines Lebens, es ist die Feier deines Lebens, es ist die Feier unseres Lebens, um die es hier geht. Das hat der Komponist dieses Stückes sehr, sehr genau gewusst. Nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostri Jesu Christi. In quo est salus vita et resurrectio nostra, per quem salvati et liberati Dieses Beispiel, und damit komme ich zum Schluss, ist sozusagen eines der dichtesten dafür, wie letztlich mit Musik Theologie gemacht wird, oder man kann es auch anders sagen, wie aus der Musik hervorgeht oder wie durch die Musik durchscheint, wie diejenigen, die diese Musik komponiert haben, letztlich mit dem Wort Gottes gelebt haben, wie das Wort Gottes Bestandteil einer persönlichen Existenz geworden ist, einer persönlichen Existenz, die auch eine großartige musikalische war, nebenbei bemerkt. Also die, die diese Musik gemacht haben, das waren absolute Profis. Und das soll man nicht vergessen, wir haben innerhalb des gesamten gregorianischen Repertoires
eigentlich eine klare Aufteilung je nach Kenntnisstand der Singenden, wenn man es so sagen will. Es gibt ein breites Repertoire, das ist gewissermaßen geschaffen für alle. Da können, sollen und müssen alle mittun. Das sind diese ganz einfachen Antiphonen, von denen wir einige gesungen haben. Dann gibt es Gesänge für den Chor, wie etwa so einen Introitusgesang, und dann gibt es Gesänge für Solisten. Also jetzt wirklich für die gut ausgebildeten Profis, etwa ein großes Graduale, ein großer Alleluja-Vers oder solche Gesänge. Das heißt, die Liturgie als solches, das Ritengefüge, das ist letztlich von einer sehr klaren Dramaturgie gekennzeichnet. Ich würde mir oft wünschen, dass ein Regisseur am Theater ein bisschen was von dieser Dramaturgie verstünde, wie man einen Spannungsbogen aufbaut, wie man wieder etwas nachlässt, wie man dann wieder einen Akzent setzt, sodass es schlichtweg nicht fad wird. Man kann Gottesdienste feiern, wo die feiernde Gemeinde nach 2 Stunden das Gefühl hat, es sind erst 10 Minuten vergangen. Und ich habe auch schon Gottesdienste erlebt, wo ich mir nach 10 Minuten gedacht habe, jetzt sitze ich schon mehr als eine Stunde. Das gibt es alles. Das ist durchaus ein subjektives Empfinden. Ne? Aber dieses subjektive Empfinden ist immer gespeist auch von der, ich sage das jetzt sehr salopp, und sie sagt das ganz bewusst so salopp, letztlich von der darstellenden Qualität, die die Akteure da an den Tag legen. Ne? Und diese Dinge, die waren gewissermaßen den Akteuren des ersten Jahrtausends durchaus bewusst. Von Augustinus gibt es das schöne Wort, ein Kommentar zum 32. Psalm. Singt ihm, liebe Brüder, der hat es ja also mit seinen Klerikern da zu tun gehabt, singt ihm, Brüder, aber singt ihm nicht schlecht. Gott will nicht, dass wir seine Ohren beleidigen. Es hat durchaus etwas für sich. Und gewissermaßen in diesem Gesamtgefüge war das, was man heute als musikalische Hochkultur bezeichnen würde, letztlich in einem konkreten Dienst für Menschen, die das selber nicht leisten können, aber letztlich aus dem einen geistlichen Nutzen ziehen, auch einen ästhetischen Nutzen, auch sozusagen, wenn es nur die Freude des Hörens ist, was heißt nur, nicht nur unter Anführungszeichen. Und gleichzeitig aber etwas auch, wo sich jeder beteiligen kann, der im Grunde genommen nicht so toll singt. Das heißt also, der Blick auf das Gesamte, auf die Dramaturgie des Gesamten war da immer sehr wichtig. Aber im Wesentlichen, was ist Liturgie? Liturgie ist nichts anderes als Gottes Begegnung, oder zumindest sie sollte es sein. Und daher das Wort Meditari und das Wort Psallite Sapienta. Und das probieren wir jetzt noch einmal. Psallite Deo nostro, Psallite, Psallite Regi nostro, Psallite Sapienta. Psallite Deo nostro, Psallite, Psallite Regi nostro, Psallite Sapienta. Und damit sind wir am Ende. Ich habe heute einem 30-jährigen jungen Mann gesagt, du, heute ist dann der Vortrag über Gregorianik. Habe ich gesagt, oh, ist das peinlich, wenn ich nicht weiß, was das ist, Gregorianik. Ist schon ziemlich peinlich, dass du das nicht weißt. Aber jetzt heute werde ich ihm sagen, du, ich habe es im Grunde auch nicht genau gewusst, was Gregorianik ist.
Das ist wie eine eigene Sprache. Wir wissen, was Arabisch ist oder Portugiesisch, aber wenn wir es nicht sprechen, wissen wir doch nicht genau, was es ist. Also da gibt es viel zu lernen, viel sich hineinzuleben in diese Welt der Gregorianik. Wir danken Franz Brassel, dass er uns ein bisschen das Interesse geweckt hat, auch einen Spalt geöffnet, wie tiefe Dimensionen da in diesen Liedern stecken. Man kann jetzt vielleicht auch begreifen, warum Menschen ihr ganzes Leben diesem Singen hingegeben haben, dafür gelebt haben. Ich möchte noch die nächsten Montage ankündigen. Wir gehen weiter zu den Blüten protestantischer Kirchenmusik mit Rudolf Lutz am nächsten Montagabend zur selben Zeit, am selben Ort. Dann die populäre Kirchenmusik von Andreas und Natascha Hausermann. Er ist von unserer Kirche angestellt, die populäre Musik in der Kantonalkirche zu fördern. Und der letzte Montag am 24. Februar mit Peter Roth, Klangkultur. Er wird über Weltmusik und Toggenburger traditionelle Musik, das gehört irgendwo doch wieder zusammen, zeigen, wie das auch die kirchliche Welt, vor allem die Feier, beleben kann. Wir haben geschrieben, keine freier Eintritt, aber mein Kassier hat mich getadelt. Oh, okay, Sie dürfen etwas hinten hineinlegen, wenn Sie wollen. Noch lieber ist unserem Kassier und uns, dass Sie dieses Papier, unser Programm mitnehmen und mit diesem Einzahlungsschein 20 Franken zahlen, das oder auch mehr, denn wir müssen neue Mitglieder suchen. Sie sind damit nicht automatisch an etwas Großes gebunden. Sie bekommen dann einfach die Einladung und wenn Sie zu lange nicht bezahlen, dann nehmen wir zur Kenntnis, ja, kein Mitglied. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Noch einen Applaus für unseren Referenten. Applaus